den deutschen Meisterschaften im Hallenfaustball hier in Heidenau. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie alle da sind. Hallo! Und damit es hier richtig kommt, brauchen wir natürlich auch alle Mannschaften. Wir begrüßen ganz herzlich aus Ochsenbach, den TV Ochsenbach. Herzlich willkommen hier. Deswegen ist die Mannschaft noch nicht da. Wir freuen uns trotzdem, dass einer wenigstens da ist. Ja, kommen wir wieder zur Gruppe A. Und wir begrüßen recht herzlich den Lechlinger TV. Lechlinger, Entschuldigung. Aber wir begrüßen recht herzlich TS Berliner Turnerschaft. Hallo! Ja, genau, das ist die Gruppe A. Kommen wir wieder zur Gruppe B. Wir begrüßen da den TV Wasenbach. Ganz gut hier in der Vorrunde mitgeschlagen. TuS Oggersheim, hallo! Weit, weil die Aufregung war auch schon im Vorfeld groß. Jetzt ist es endlich soweit. Wir warten auf die Mannschaft, die nicht nur Gastgeber ist und nicht nur Titelverteidiger, also die Männer. Ü45. SSV Heidenau!
was nicht, es ist zwar keine Mannschaft, aber es sind die wichtigsten Männer, die hier die Entscheidung betreffen zur deutschen Meisterschaft im Hallenbausbau. Wir begrüßen die Unparteiischen. Sven Letzin vom SSV Blau-Weiß-Gersdorf, Michael Kalecki aus Kreuz vom SV 862 und Jens Hempel vom SV Gersdorf. Herzlich willkommen in Hallenau zur deutschen Meisterschaft. Soweit zur Vorstellung der Mannschaft und der Unparteiischen. Und jetzt übergebe ich das Wort an die Offiziellen, ganz wichtig, an den Abteilungsleiter der Abteilung Faustball des SSV Hallenau, Bernd Martin. Liebe Faustballer, liebe Freunde des Faustballsports, liebe Gäste, Zuschauer, Fans und wie wir das alles nennen wollen, ich darf im Namen unserer Abteilung und im Namen unseres Vereinsvorstandes euch hier in Hallenau recht herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass ihr, viele natürlich, erstmalig hier in Hallenau seid und seht euch das mal an, was Hallenau ist, denn es wurde damals noch als Tal der Ahnungslosen genannt. Ich glaube, diesen Begriff haben wir längst verloren, aber ist mal egal. Ich begrüße auch unseren Herrn Bürgermeister Herrn Opitz, der auch die Elfschirmerschaft überreicht hat. Und sonst bei euch genannt alle Sigi, also Siegfried Linke, ganz korrekt, der Beauftragte der DFBL hier für die heutige Meisterschaft. Ja, die erste Etappe habt ihr schon genommen. Ich meine jetzt nicht hier Leichling an der Spitze, sondern ich meine vorher schon. Das sind die Regionalmeisterschaften in Nordost, Süd und West. Damit müsste man euch natürlich auch schon nochmal nachträglich gratulieren, dass ihr dann hier die Meisterschaft hier bestätigt habt. Wir haben, um das deutlich zu sagen, die Meisterschaft hierher genommen und haben uns mit Moselsfeld geeinigt, dass wir das dieses Jahr übernehmen und sie machen das nächstes Jahr. So muss allerdings Sport endlich, allerdings so muss Sportfreundschaft und Kameradschaft endlich sein. Weiterhin muss ich sagen, dass wir natürlich ohne Sponsoren, ihr seht sie hier in der Galerie, ihr seht noch mehr, ohne denen überhaupt nichts möglich gewesen wäre, denn es ist doch schon einiges nötig, diese Meisterschaft zu organisieren. Und ich hoffe und wünsche, dass wir euch das recht gemacht haben. Ihr werdet euch bestimmt hier wohlfühlen und wenn nicht, dann kommt er her und dann tut das kritisieren, dann werden wir wieder lernen. So, in diesem Sinne möchte ich euch viel Erfolg wünschen für die Meisterschaft, möglichst unfallfrei logischerweise, aber das ist manchmal nicht zu vermeiden. Und ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an unseren verehrten Bürgermeister. Ja, liebe Sportler, liebe Gäste aus ganz Deutschland, freue mich sehr, dass Sie den Weg nach Hallenau gefunden haben und ich gehe davon aus, dass Sie alle Hallenau gefunden haben. Wir sind ja verkehrstechnisch recht gut erreichbar und ich denke mal, ich hoffe, dass die Anreise gut war und ich sage schon mal, ich hoffe, dass Sie auch alle wieder gut und gesund morgen nach Hause kommen. Deswegen wünsche ich den Spielen natürlich einen tollen Verlauf. Wir haben in der Stadt Hallenau etwas vorbereitet. Und zwar, als ich vor über einem Jahr von Herrn Martin gefragt worden bin, ob ich denn hier die Schirmherrschaft der deutschen Meisterschaft im Hallenfußball übernehme, habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. Da habe ich gesagt, wann wollt ihr denn das machen? Naja, dann. Ich sage, wird schwierig, weil wir müssen hier erst noch einen neuen Hallenfußboden reinlegen. Der alte, der war nämlich nicht mehr so ganz in Ordnung. So, und dann ging das für Hühner los. Was denn für ein Fußboden hier reinkommt, damit hier Faustball gespielt werden kann?
Wir haben erst überlegt, machen wir einen Glasfußboden rein, das war uns dann am Ende zu teuer. Aber wir haben dann uns für eine Variante entschieden, die für alle Sportarten geeignet ist. Sie sehen das auch an den diversen Linien hier. Ich hoffe, Sie finden die richtigen für Ihr Spiel. Aber wir sind Anfang des Jahres fertig geworden mit diesem Fußboden und deswegen ist mir dann auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass diese deutschen Meisterschaften hier tatsächlich stattfinden können. Also das Geld hat gereicht, die Handwerker haben ordentlich gearbeitet und ist ja heutzutage nicht selbstverständlich, dass im öffentlichen Bereich ein Bau planmäßig abgeschlossen wird. Aber wir haben es hier geschafft. Ja, jetzt bleibt mir nur noch Ihnen eine angenehme Zeit in Heidenau zu wünschen. Ich wünsche dem Turnier einen guten Verlauf. Ich hoffe, dass die Schiedsrichter dafür sorgen können, dass das Spiel immer schön fair ist. Funktioniert nur, wenn sie alle mitspielen. Und ich wünsche mir natürlich, dass der Beste gewinnt. Wenn ich als Bürgermeister von Heidenau hier stehe, dann habe ich natürlich einen Wunsch in meinem Herzen. Aber darüber reden wir dann morgen zur Siegerehrung. Ja, liebe Zuschauer, liebe Fans, ich würde mich freuen, wenn Sie durchhalten und hier für eine gute Stimmung in der Sporthalle sorgen. Die Spieler haben es verdient. Ich denke mal, die sind eh heiß genug, aber so eine richtige Anfeuerung holt uns sozusagen die letzten Kräfte noch aus den Muskeln raus. Und in dem Sinne, schöne Spiele und vielen Dank dem SSV Heidenau und ab der Abteilung Faustball, dass Sie sich engagiert haben, diese deutschen Meisterschaften hier in Heidenau auszurichten. Und vielen Dank auch dem Verband. Und Herr Linke wird jetzt den offiziellen Teil übernehmen. Vielen Dank. Ja, im Prinzip ist eigentlich alles gesagt, aber einige wenige Worte seien mir gestattet. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Opitz, lieber Bernd, liebe Mannschaften und Schiedsrichter, liebe Fans, ich darf Ihnen und euch die Grüße der Deutschen Faustballliga übermitteln und bedanke mich beim SSV Heidenau mit dem Orga-Chef Bernd Martin und dem Macher Martin Leitzenring für die Übernahme dieser Meisterschaft. Danke der Stadt für die Zurverfügungstellung dieser Halle. Ich denke, den Mannschaften sei ein herzlicher Glückwunsch zur erfolgreichen Qualifikation über die Regionalgruppen gegeben. Ich wünsche den Schiedsrichtern in diesen zwei Tagen allzeit ein gutes Auge und ein glückliches Händchen. Ich wünsche uns allen spannende und den Mannschaften verletzungsfreie Spiele. Damit eröffne ich hiermit die 43. Deutsche Meisterschaft im Hallenfaustball der Altersklasse Männer 45 im Jahre 2017. Lasst die Spiele beginnen. Dankeschön. Dankeschön. Nach ein paar Fotos noch die Information. Alle Mannschaften natürlich runter vom Parkett, dass das dann losgeht. Einspielzeit für alle Mannschaften sind es noch 10 Minuten. Und für die beiden Mannschaften, die als allererstes danach spielen, nämlich den NTV Rosenheim und den SSV Heidenau, gibt es dann nochmal oben drauf den Schnaps für 3 Minuten länger zur Erwärmung. Also, wir machen ein bisschen Musik. Die Mannschaften kommen runter, kriegen sich ein. Und dann geht es ja los zur deutschen Meisterschaft in Hallenfaustball der Männer.